ein echter Uhrenschmaus. Da schmeckt das Bier doch gleich viel besser. Vier Einzelteile, die mit dem Eintritt von Luft den gewissen Plopp ausmachen. Eine kleine Fabrik bei Straßburg ist europäischer Marktführer für Bügelverschlüsse. 20.000 Meter Draht für den Oberbügel laufen peu à peu in die Maschine. Dabei entstehen rund 150.000 Bügelverschlüsse täglich. Nebenan finden Porzellanköpfe und Gummischeiben zueinander. Die Gummis, ohne die es später kein Ploppen gäbe, werden unter der Wärmelampe weich und geschmeidig. Dadurch flutschen sie besser auf die Köpfe. Jede Brauerei hat ihren ganz eigenen speziellen Verschluss. Die Auswahl ist inzwischen riesig. Der Porsche unter den Ploppverschlüssen ist auf den ersten Blick von den gemeinen Massen nicht zu unterscheiden. Auch den Bügel bekommt er wie alle anderen von der Bügelverschluss-Drahtbiegemaschine verpasst. Bis zu 90 Oberbügel stößt die Maschine pro Minute aus. Das Ganze mal verlangsamt zeigt, wie exakt hier gebogen wird, und zwar auf den Zehntel Millimeter genau. Jetzt fehlt aber noch der Unterbügel und der bekommt beim Einzug per Laser eine Nummer graviert. So weiß die Brauerei, er gehört mir. Danach bekommt auch dieses unscheinbare Stück Draht seine endgültige Form. So, und wie kommen Ober- und Unterbügel nun zusammen? In guter alter Handarbeit. Zwar gibt es auch Maschinen, die diese Arbeit verrichten könnten, die Plopp-Profis aber schwören lieber auf diese Damen. Klarer Vorteil, sie sind flexibel, brauchen keine Wartung und kontrollieren die Bügel am Ende nochmal per Hand. Ihr Output absolut rekordverdächtig. Perfekt für den französischen Traditionshersteller. Die Damen schaffen zwischen 5 und 6, 700 Stück in der Stunde. Wie schnell sind Sie? Viel langsamer. Also Frauen braucht das Land, damit die 40 Millionen Bügelverschlüsse im Jahr auch ausgeliefert werden können. Wenn es manchmal zu schwer wird, kann man ja auch aufstehen und ein Bierchen trinken. Nichts da, das Bierchen gibt's erst zum wohlverdienten Feierabend. Also, der Verschluss ist fertig. Tja, doch ohne Flasche auch kein Plopp, das den Biertrinker auf den Genuss auch ordentlich einstimmt. Gefragt ist eine Spezialflasche mit exakt gebohrtem Loch. Dominik Schiller, der Herr der Ploppflasche. Im Fachjargon heißt sie Lochmundflasche. Noch eine klare Unterscheidung von der gemeinen, lochlosen Bierflasche. Herr Schiller erklärt, wie die Löcher in die Flasche kommen. Der einzige Unterschied findet man im Mündungswerkzeug. Da sieht man dann, dass die beiden Formhälften dieser Mündung jeweils noch zwei Metallspitzen dran haben, die letztendlich das Loch in der Mündung ja schon beim Herstellungsprozess kreieren. Zunächst kommen die benötigten Rohstoffe in den Ofen. Bei knapp 1600 Grad werden Altglas, Sand, Soda, Kalk, Dolomit, Feldspat zu Glas geschmolzen. Dann wird das glühende Material portioniert und rutscht über ein Rinnensystem in die Formungsmaschine. 100.000 Rohlinge entstehen so Tag für Tag in diesem Werk. Das Glas wird in die Vorform gepresst und die Lochmundflasche bekommt schon hier ihre typischen Einkerbungen. Die sieht man allerdings erst, wenn der sogenannte Kölbel, also die Vorform, aus der erst im nächsten Arbeitsschritt die Flasche wird, aus der Presse kommt. Noch glühend heiß gibt es die erste Kontrolle. Für die restlichen geht es weiter in den Kühlofen. Etwa 50 Minuten dauert das. Dann kommen weitere Kontrollen, die Verpackung und Weitertransport oder gleich der Komplettservice samt Deckel.
Sie werden aufgebügelt. Die kriegen hier die Veredelung letztendlich, einen Bügel aufgespannt. Ja, das ist so ein Bonus, den wir auch den Brauereien bieten. Können Sie dann selber auch aufbügeln? Ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe jetzt mal hier eine Flasche und so einen Bügel mir geholt. 100 Mal schon geöffnet oder 1000 Mal. Jetzt probiere ich mal hier diesen Bügel drauf zu kriegen. Der Wille zählt. Mit ein bisschen Übung wird das schon. Dann schafft er auch locker die 10 Bügel der Kollegen. Jawohl, geschafft. Also, jetzt ist doch schon eine vertrickte Situation, den da drauf zu kriegen. Es ist also noch kein Aufbügler vom Himmel gefallen. Und im Übrigen kann auch eine Kronkorkenflasche, was eine Bügelverschlussflasche kann, wenn man weiß wie. Also gut. Das war doch mal hier. Ach ja, egal ob Bügelverschluss oder Kronkorken, der Geschmack ändert sich nicht wirklich.